Hi Leute, was geht ab? Kennt irgendjemand dieses Spiel? Ob ihr es glaubt oder nicht, aber die erste Xbox ist ja mal so nostalgisch für mich. Damals habe ich mit meinem Bruder zusammen eine PS2 bekommen. Und mein anderer Bruder, der noch mit uns im Haus gewohnt hat, kam nie dazu, mit der PS2 zu spielen, weil wir die umkreist haben, als wäre es so ein fucking Lagerfeuer in Dark Souls. Also hat er sich eine Xbox geholt und dann uns nicht spielen lassen, was ziemlich fair ist rückblickend, aber wir haben es halt trotzdem gemacht. Und einer der Spiele, die mein Bruder besessen hat, war Mad Dash Racing. Diese Schweineschnauze ist mir ja so fett im Kopf hängen geblieben. Und nach all den Jahren habe ich mir auch endlich eine funktionierende Xbox gekauft. Und mit ihr können wir das endlich spielen. Also, let's go. Okay, mit der neuen Xbox kann ich es jetzt spielen. Fuck, Mann. Okay. Das Hauptmenü ist eigentlich echt cool. Der Artstyle des Spiels kommt hier mega gut zur Geltung. Halt, es ist so, als würden die 2000er einen mitten in die Fresse schlagen. Und genau das sagen auch die Charaktere aus. Halt, es ist lächerlich, wie 2000er das hier alles ist, okay. Wir haben hier dieses Wildschwein, das Chops heißt. Und er furzt die ganze Zeit und belästigt sich dann anscheinend Frauen. Was? Drück einfach die blöde Taste. Das ist das Äquivalent von einem Typen, der dir eine Waffe in den Kopf hält und verlangt, dass du ihn spielst. Es gibt ja eigentlich 12 Charaktere, aber man kann am Anfang nur 3 auswählen. Und da es 3 Klassen im Spiel gibt, die sich alle ein wenig anders spielen, kann man am Anfang einen Charakter einer bestimmten Klasse auswählen. Und so kann man sich praktisch eine Art Gruppe zusammenstellen. Und die Idee an sich ist echt ganz cool. Auch wenn man das nicht braucht und man das Spiel wirklich nur mit einem Charakter durchspielen kann. Und selbst wenn, weiß man nicht wirklich, ob man gut mit irgendeinem dieser Typen ist, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Da weiß ich nicht, ob ich gut mit einem Berserker bin oder mit einem Heizer oder mit einem sonst was. Das ist aber auf jeden Fall cool, wenn man das Spiel halt öfter durchspielt, denke ich mal. Da kann man ein bisschen taktischer mit umgehen. Aber wie schon gesagt, man braucht nur einen Charakter. Das ist vollkommen egal. Eine Sache, die ich in dem Spiel aber sehr feier, ist das fucking Voice Acting. Weil es halt der schrecklichste Shit auf dem Planeten ist. Ich meine, gebt euch zum Beispiel diesen Dude hier. Hört dem mal zu. Hey, ich bin bereit. Worauf wartest du? Auf ein Zeichen von Jesus? Ja, die haben sich das angehört und gedacht, dass es vollkommen in Ordnung ist und kein absolutes Shitfest. Ja gut, aber fangen wir einfach an, okay? Wir nehmen Jobs. Easy. Er bringt uns meine Familie um, wenn ich ihn nicht nehme. Hat er ja gut zum Ausdruck gebracht. Also ja, let's go. Das Spiel fängt mit dieser Cutscene an. Hey, ist das Ding an? Ja, wir brauchen schon gutes Voice-Acting, ist auch egal. Ja, fuck it. Ja, das sieht nicht gerade gut aus, aber die Cutscene ist echt okay. Im Grunde veranstaltet der Dude hier eine Art Wettbewerb. Denn am Ende jeder Strecke ist so ein Metroidentrümmer und er braucht alle 7, um bösen Shit zu machen. Das sagt er den Leuten aber nicht. Und deswegen hat er diese ganzen Charaktere überhaupt erst versammelt. In der Hoffnung, dass einer von denen einfach alle 7 Trümmer einsammelt. Und ja, mehr ist es nicht. Und neben so einem Schweinewitz, der sogar im Kontext der Cutscene halt null lustig ist, halt der Gewinner kriegt ein Schwein. Das ist jetzt, no joke, einfach der Witz. Gibt's noch eine wirklich gute Performance von dieser Katze? Im Vertrag steht, dass der Gewinner ein magisches Zepter bekommt. Was soll ich mit einem Schwein? Das ist ein guter fucking Voice Actor. Ich denke, dass das ganze Budget bei ihm draufgegangen ist, denn sonst könnte ich mir diesen Shit nicht erklären. Ja, dieser Mistkerl. Der Arnold Schwarzenegger Impression, Mann. Hey, Bro! In dem Spiel variiert die Qualität jede 2 Sekunden. Auf jeden Fall ist die Cutscene ganz unterhaltsam. Es hat mich nicht angepisst und das ist schon mal ein Anfang. Das Spiel ist praktisch ein Kart Racer, ohne die Karts. Man rennt, das will ich damit sagen. Und das Erste, was einem auffällt, ist, dass die Strecke keine Runden hat, sondern einfach eine gerade Linie ist. Und das ist ein sehr interessanter Approach zu dem ganzen Rennkonzept. Sonic R und Rayman M hatten beide klassische Runden. Heißt, man konnte sich Fehler einprägen und die in der nächsten Runde verbessern. Aber hier gibt's sowas nicht. Die Map ist ein relativ lineares Level, voll mit Hindernissen und mehreren Ebenen. Und natürlich alternativen Wegen, sonst wär's so fucking langweilig. Und glaubt mir, die Steuerung fühlt sich so überraschend gut an. Halt, einfach das Rennen an sich ist spaßig wie sonst was. Was bei einem Rennspiel natürlich ziemlich wichtig ist, um ehrlich zu sein. Ich find's auch cool, wie das Wandklettern und Schwimmen geregelt wurde, was in den Strecken überall präsent ist. Denn um schneller zu werden, muss man den Stick wie verrückt drehen. Und es fühlt sich auf der originalen Xbox so fucking gut an. Nur auf der 360, auf der ich das gecaptured habe, fühlt sich das komplett falsch an. Keine Ahnung warum. Das ist wahrscheinlich wieder die Top-Notch-Emulation der Konsole, weil die 360 sowas ja richtig gut kann. Die Level an sich sind auch wirklich einzigartig. Kein Level fühlt sich wie das andere an und jedes Level hat ein festes Thema. Und nachdem man das erste Level hingekriegt hat, bekommt man eine Auswahl von 4 weiteren Leveln, die alle zwar jetzt viel schwerer gelabelt werden, aber alle waren ungefähr gleich schwer. Aber ich finde es einfach cool, dass das Spiel einem die Strecken in beliebiger Reihenfolge machen lässt. Es gibt einem die Freiheit, die bei den typischen Grand Prix einfach nicht da ist. Es gibt zum Beispiel so ein Wüstenlevel, das einfach mittendrin so eine Feldschlucht hat und es endet in einem Tempel. Es ist wirklich cool gemacht, auch wenn ich sagen muss, dass die Level eine riesige Schwachstelle haben. Und zwar sind überall auf der Strecke Mobs verstreut, die einen einfach komplett zum Stillstand bringen und das zerstört oft das Momentum und das Pacing vom Rennen. Das kann nerven, weil man halt instant Letzter wird. Und außerdem checkt man manchmal gar nicht, was abgeht. Die Hälfte der Zeit bin ich Erster und dann 5 Sekunden später aus dem Nix werde ich direkt
Vierter, ohne dass ich irgendeinen anderen Typen in meiner Nähe sehe. Und das hat einfach mit der offenen Natur der Level zu tun. Da ist es manchmal wirklich schwer, die Situation einzuschätzen, wenn man 50% der Zeit die Gegner nicht sieht. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich so viel Spaß dran hatte, die Rennen zu gewinnen, dass es mir ein bisschen egal wurde, während ich das gespielt habe. Denn die Strecken zu meistern und einfach nie stehen zu bleiben, weil man gerade so gut spielt, ist so satisfying. Und ich denke, es liegt hauptsächlich an der Steuerung, bei der ich schon gesagt habe, dass sie super spaßig ist. Die ist für die Strecken einfach perfekt ausgerichtet. Und wenn man die Steuerung beherrscht, kann man so abräumen in dem Game. Nur leider sagt das Spiel einen nicht wirklich, was man machen kann. Die Mechanik muss man alle selbst rausfinden und das kann frustrierend sein. Ich meine, ich habe das Spiel durch und weiß immer noch nicht, was diese Popel sind, die überall auf der Stage liegen. Genauso wenig verstehe ich nicht, was mit den Boost-Pads, die über die gesamte Strecke verstreut sind, los ist. Denn im Vergleich zu anderen Racern haben die Pads wirklich kaum Impact und erhöhen nicht großartig die Geschwindigkeit. Ich meine, man merkt's ein wenig. Aber es ist halt kein CTR, bei dem man wirklich durch die Soundeffekte und das visuelle Feedback den Geschwindigkeitsaufbau richtig krass mitbekommt. Aber es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, denn die Pads sind wirklich keine Sache, auf die man sich super hart fokussiert. Genauso wenig fokussiert man sich auf die Items, denn die sind in dem Spiel auch komplett useless. Es gibt so semi-gute wie das Schild, das dich halt vor einem Angriff schützt und so, das ist nice. Aber dann kommen so Sachen wie dieser Haufen an Obst, mit dem man halt fast nie irgendwas trifft. Ich habe den auf Gegner geworfen und es hat meistens einfach rein gar nichts gebracht. Aber wenn es dann mal trifft, dann wird der Gegner wenigstens gestunt. Also da ist auf jeden Fall ein Effekt. Das Ding ist also nicht komplett useless, aber 1 Million Euro auf der Straße zu finden ist wahrscheinlicher, als dass irgendwas von diesem Obstkorb trifft. Ich meine, man kann im Spiel geben, dass es wenigstens komplett originelle Items hat, außer das Schild, aber ich denke, es hätte wirklich nicht geschadet, ein paar Items reinzupacken, die wenigstens Ähnlichkeiten zu den typischen Kartrace-Items haben. Halt, niemand hätte sich über eine Rakete beschwert oder einen Unverwundbarkeit Stern. Gut, aber sobald wir die ersten 5 Stages geschafft haben, kommen wir weiter zur 6. Stage. Oder zur 8. Was? Okay, ich weiß nicht wieso, aber ab hier fängt das Spiel einfach an, was komplett anderes zu werden. Erstmal kommt diese Gurke hier und klaut uns die ganzen Meteoriten, die wir bisher gesammelt haben. Du hast mich zum letzten Mal lächerlich gemacht. Kommt hier Voice Acting. Und dann müssen wir die zurückholen. Von der Gurke, logischerweise. Und das machen wir, indem wir den Gegner mehrmals tackeln. Nur... glaubt ihr, es wurde mir so gesagt? Es wird nicht erklärt, wie zur Hölle ich das machen muss. Ich bin erstmal eine Dreiviertelstunde hängen geblieben. Halt straight up nur in diesem Kack-Level mit diesem Kack-Wichser und seinem scheiß Kack-Dialog. Nur weil ich einen Speedrun von dem Spiel gesehen habe. Ja, Leute, run den Shit. Habe ich gecheckt, was man da machen muss. Und ich glaube, dass ich es selbst so nicht richtig gemacht habe, weil ich den einfach davon abhalte, loszulaufen. Das ist eine Speedrun-Strat. Wie geht dieses Level? Ja, wenigstens ist das Voice-Acting gut. Danke für die Steine. Jetzt hole ich mir den Lohn für deine harte Arbeit. Nee, warum denn einen zweiten Take machen? Übrigens kommt nach dem Ganzen der Bösewicht, der Hex heißt, by the way. Ich habe es einfach das ganze Video über nicht erwähnt. Und steht 2 Meter über diesem Dude und klaut ihm jetzt die fucking Meteoriten. Außerdem erzählt er mir seinen Masterplan, aber man versteht nichts, weil er so fucking leise spricht. Was geht überhaupt ab, Mann? Im Grunde sagt er, dass die Weltuntergangsmaschine, die er bauen wollte mit den 7 Meteoriten, fast fertig ist. Ihm fehlen nur noch 2. Und die sammeln wir in den nächsten 2 Leveln. Aber wenn wir zum Endboss gehen, hat er dann trotzdem alle und kann die Maschine starten. Halt, danke für nichts, Spiel. Aus irgendeinem Grund sind die letzten 2 Level auch wirklich die leichtesten im ganzen Game. Ich mag deren Aufbau sehr und einfach der Vibe ist mega cool, aber ich hatte mit den ersten 4 Leveln viel mehr Probleme. Was ein bisschen merkwürdig ist, wenn man bedenkt, dass das die letzten 2 Level im Spiel sind, so... keine Ahnung. Aber hey, je schneller wir das Spiel durchspielen, umso besser. Okay, Zeit für den Endboss. Ich sag oft in Videos, wie dieser Boss der schlimmste Bossfight war, den ich je erlebt habe. Und fucking frustrierende Bossfights. Wow, wow. Aber ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass dieses Spiel den absolut beschissensten Bossfight hat, den ich je erleben durfte. Alles hier ist schrecklich. Nicht nur fehlen alle Soundeffekte in dem Level, es ist auch vollkommen unklar, was man machen muss. Man läuft die Strecke mehrmals durch, wird immer wieder an den Anfang teleportiert und man landet am Ende in einer riesen Arena und man checkt einfach... gar nichts. Das Spiel macht, was jedes Spiel am Ende macht. Es versucht alles, was man über ein Spiel durchgelernt hat, in einem Level einzubauen. Nur leider hat das Spiel vergessen, einem überhaupt erst was beizubringen. Es wird nichts erklärt. Das gleiche Problem war auch schon bei diesem scheiß Gurkenlevel. Nur hier macht sogar der Speedrunner den Boss legit. Und ich habe 2 fucking Stunden nur für den Boss gebraucht. Das restliche Game ging so lang wie dieser eine Scheißboss. Und das nur, weil er so super scheiße erklärt wird. Im Grunde muss man ihn davon abhalten, diese Ventile zu öffnen, die die Leiste hier hochtreibt. Und das macht man, indem man Hex die ganze Zeit
Zeit angreift, sobald er an einem Ventil hängen bleibt. Heißt, man muss die ganze Zeit hoffen, dass er zu einem Ventil geht, das in der Nähe ist, weil man sonst direkt verkackt hat. Oder man verfolgt ihn die ganze Zeit, was sehr schwer ist, weil er so fucking klein ist und man ihn super leicht aus den Augen verliert. Da hätte eine einfache Map oder ein Lock-On komplett ausgereicht. Aber nee, stattdessen muss ich diesem Kack-Boss nachrennen und einfach raten, wo er gerade ist. Aber man kann diese Leiste glücklicherweise komplett leeren, wenn man die Rampe hochklettert. Was ein fucking Albtraum mit meinem Charakter war, weil er es ums Verrecken nicht hingekriegt hat und ich einen neuen nehmen musste deswegen. Und von dort aus musste man diesen super ekligen Sprung machen, der echt nervig ist. Denn wenn man das einmal verkackt, ist es schon zu spät und man darf das ganze Level neu anfangen. Wow, wie nice! Es hat auch nicht geholfen, dass der Soundtrack in dem Spiel die ganze Zeit loopt. Und das ist an sich ja nichts Schlimmes. Alle Tracks in den verschiedensten Spielen loopen. Aber der Soundtrack hier ist was anderes. Das Spiel nutzt nämlich lizenzierte Tracks, wie es zum Beispiel Tony Hawk immer gemacht hat. Deswegen habe ich auch noch nicht über diese ganzen Tracks geredet. Das sind einfach nur fucking Fatboy Slim Songs. Aber als ich den Endboss gemacht habe, lief dieser eine Track im Hintergrund. Und das für eine halbe Stunde ohne Pause. Ich will sterben. Und jetzt stellt euch vor, dass ihr währenddessen einen Autounfall spielt. Und nicht so einen coolen Autounfall mit ein paar Flips und keinen Verletzten. Nee, ich rede so von Final Destination 4 Type Bullshit. Und es geht irgendwann schon ziemlich stark auf den Sack. Aber hey, nach zwei langen Stunden haben wir es endlich geschafft. Und Hex wird in ein Schwein verwandelt. Gut, dass sie diesen unlustigen Witz weiterführen. Ja, und das war Mad Dash Racing. Im Großen und Ganzen mag ich wirklich die Grundmechaniken. Vor allem, wenn es um den Racing-Aspekt geht. Ich habe es auch mit Freunden gespielt und es macht echt viel Spaß. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in so einer Vierer-Party der geilste Shit ist. Nur leider wird der Story-Mode gegen Ende absoluter Trash. Und ich will wirklich nur wegen dem Endboss den Story-Mode nie wieder anfassen. Halt, das hat mich komplett gebrochen. Aber ja, gebt euch, wenn ihr Bock habt. Es ist ein nettes Lost Gem von der Original-Xbox. Also ja, scheiße Fatboy Slim. Dich, okay? Dich feier ich!